Ja, heute, also Christian Schemmeier, Psychologe, Paartherapeut und so weiter. Und da haben wir eine spannende Frage von einer Zuschauerin. Kannst du bei einem Formular auf liebeschipp.de loswerden? Gibt es denn keine Menschen mehr, die eine respektvolle Kommunikation führen möchten? Hallo Christian, vielen Dank für deine Arbeit. Obwohl ich dich erst spät in meinem Prozess gefunden habe, finde ich deine klare Art mit dem Raus, raus, raus. Und wenn er sie schon so reagiert, bringt das nicht sehr hilfreich. Am Ende meiner toxischen Beziehung brauchte ich diese Art von Bestätigung von ganz vielen Freunden, da ich immer wieder den Fehler bei mir gesucht habe und gar nicht wusste, was jetzt ein gesunder Umgang ist und ob es an meiner Verletztheit und Bedürftigkeit liegt oder der andere sich gerade wirklich scheiße verhält. Ich glaube, meine Geschichte ist für meine Frage irrelevant. Ich habe mich schon sehr viel an mir gearbeitet und habe nach meiner letzten Beziehung gemerkt, dass ich vorher immer der Minuspol war und durch den Tod meiner besten Freundin, oh Mann, das tut mir echt leid, in den Pluspol gerutscht bin. Mit sehr viel Verlustangst. Im letzten Jahr bin ich in meiner Therapie durch die Hölle gegangen, letzte Beziehung und alle alten Wunden aufgerissen und mit Salz bestreut und ich habe mich da komplett reingeschmissen. Es ist ein sehr demütigender Prozess, da ich auch viel meine eigenen Muster und ungute Strategien auseinandernehmen musste und auch merken musste, wie sehr ich andere Leute auf Distanz gehalten und verletzt habe. Auf jeden Fall geht es mir jetzt super. Ich habe ein tolles Leben. Meine Selbstständigkeit geht durch die Decke. Das passiert übrigens häufig. Ja, häufig. Also, weiß jetzt nicht, wie häufig, aber kommt mir immer wieder vor, dass wenn Leute sich nicht mehr mit ihren Süchten abgeben, der Beruf, war bei mir auch so, durch die Decke geht. Ja, ist doch schön. Hab tolle Freunde und mach ganz viele tolle Dinge. Das Problem ist, ich bin in eine neue Stadt gezogen und bin noch am Aufbau neuer Freundschaften. Ja, es ist gar nicht so leicht. Mit neuer Stadt kann ich absolut nachvollziehen. Kenne ich auch. Und bin noch am Aufbau und versuche mich ganz langsam wieder ein bisschen am Dating. Ich treffe eigentlich nur auf Menschen, die ich eigentlich lieber von deren Verhaltensweisen her gesehen auf Abstand halten möchte oder sie gar nicht weiter sehen will. Freunde von Freunden, die regelmäßig Dinge über mich und andere Menschen finden, die sie mehr oder weniger subtil abwerten können. Männer, die hart flirten und dann ghosten. Menschen, wo ich merke, dass bei gemeinsamen Verabredungen nicht um die Verbindung und das Gemeinsame geht, sondern nur um die Sache und die nicht in der Lage sind, gemeinsame Pläne und Entscheidungen zu treffen. Im Sinne von, ich mache morgen das und das geil ist, wenn du mitkommen magst, wenn nicht, auch egal, anstelle von, hey, ich habe Bock, dich zu sehen, wann hast du Zeit, wann hast du Lust? Ja, gut, immerhin, das finde ich jetzt, also das, ja, das finde ich jetzt auch noch okay, hey, komm noch mit, ich mache was Geiles, ja. Und das hoffe ich auch bei ersten Dates. Selbst im Supermarkt werde ich blöd angemault und vom Verkäufer persönlich abgewertet. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, die Menschen sind meiner Ansicht nach, wir haben ja nicht nur 3 Jahre diesen Corona-Albtraum in den Knochen. Jetzt kommt Energiekrise, Ukraine-Krise, Geldkrise, Inflationskrise. Die Leute sind einfach fucking angespannt. Das musst du immer wieder sagen, dass nichts mit dir zu tun hat. Ich würde mal behaupten, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, dass was jedem so geht, was das angeht, so diese allgemeinen negativen Alltagsbegegnungen. Und du musst immer wieder sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Du kannst natürlich dich abgrenzen, kannst sagen, ey, ich habe keinen Bock, so angesprochen zu werden. Kannst auch mal, ich finde das gerade auch spannend, kannst auch mal sagen, wenn du Bock drauf hast auf den Konflikt, kannst du auch mal sagen, ja, ich möchte mal hier ein Schiff sprechen. Ich möchte nicht so behandelt werden. Also kannst du auch mal da härter reingehen, aber ja. Auch habe ich bei dem letzten Typen schon vor dem ersten Date gemerkt, dass er mein Dopamin und Adrenalin antriggert, weil er so unberechenbar und abweisend ist. Ja gut, das ist ja so ein seductive Withholder, ne? Jubi wollen wir natürlich dann nicht daten. Mit sporadischer Aufmerksamkeit und Flirts und habe den Kontakt sofort abgebrochen. Es ist okay, ich nehme es nicht persönlich. Gut. Und entferne mich von den Menschen, aber ich frage mich trotzdem, bin ich hier die Einzige, die eine respektvolle menschliche Kommunikation möchte? Ja, ich kann es total verstehen, ist meiner Ansicht nach auch, also ich glaube, es ist ein Stück weit, es ist so ein gesellschaftliches Phänomen. Also wenn ihr mal Aline fragen würdet, ich beklag mich da ständig rüber, es bringt natürlich nichts, weil ich erlebe, also ich kann das total fühlen, ich erlebe ständig. Natürlich gibt es auch viele nette und total schöne Kurzfristbegegnungen, die man so hat, aber
Ja, dass man mit vielen alten Freunden nicht mehr klarkommt, weil sie so ein Verhalten zeigen, dass man mit vielen Menschen nicht mehr klarkommt, auch mit Arbeitskollegen nicht mehr klarkommt, mit Alltagsbegegnungen, einfach nur denkt, was ist eigentlich los hier, wo nicht alle müssen netter miteinander umgehen. Klar, man erforscht dann auch mal, bin ich vielleicht selber so, findet dann, nein, ich bin überhaupt nicht so. Ja, und dann kann man es eigentlich nur akzeptieren. Also diese Warum-Frage, da neige ich auch sehr zu, führt zu nichts letztlich, ne? Wenn es nichts Handfestes gibt. Es kann natürlich, wenn man so spirituell denken würde, könnte man sagen, dass du vielleicht durch, wie du früher warst, dass es dann noch so, die Materie ist ja langsam, sag ich mal, dass noch alles ein bisschen hinterherhängt, bis du so andere Menschen triffst. Das mag auch ein kleiner Punkt sein, aber ich erlebe es, also ich persönlich erlebe es auch als eine hoffentlich vorübergehende gesellschaftliche Entwicklung, dass Menschen unfassbar frustriert sind, weil ich meine, wie gesagt, das ist jetzt das dritte oder vierte Jahr, also ich glaube, wir gehen ins vierte jetzt, wo wirklich nur Horrornachrichten, ob das jetzt, ich sage jetzt mal auch bewusst Horrornachrichten, weil ob jetzt immer so für jeden Einzelnen sich so, ob so viel verändert, das ist ja eine andere Frage, aber man wird mit diesen Nachrichten konfrontiert und mit Ängsten und fällt einem vielleicht schwer, im Hier und Jetzt zu bleiben und dann geht man in den Schmerzkörper und dann fängt man an, Leute anzumeckern, ne? Habe ich ein Negativbias? Nee, ich glaube nicht. Das, wie gesagt, könnte noch sein, dass es noch so einzelne alte Anziehungspunkte sind, die sich erst langsam auflösen, aber im Großen und Ganzen, nee, mach mal weiter so. Ich möchte so gern nur die guten Seiten der Menschen sehen, aber auf der anderen Seite habe ich auch zur Idealisierung geneigt und es ist gut, wenn ich Abwertung, Manipulation und subtile Kritik gleich merke. Absolut. Und wenn sich ein Kontakt nicht gut anfühlt. Ja, absolut. Also das muss man immer ganz sauber trennen. Ich kann auf so einer spirituellen Ebene kann ich sagen, ja, jeder struggelt hier, aber ich muss im Hier und Jetzt ganz klar für mich persönlich beurteilen, ob ich mit diesen Menschen klarkomme oder nicht und ob das meine Werte sind. Und letzten Endes hilft nur das, was du sowieso schon machst, ignorieren. Also klar, ab und zu mal abgrenzen, aber im Großen und Ganzen ignorieren und keine Energie reingeben. Das ist ja immer der Fehler, der auch auf Social Media ganz viel gemacht wird. Man wird sich aufgeregt über irgendwelche Menschen und in diesem Aufregen gibt man aber wieder Energie rein und das Ignorieren, hoffe ich, also von diesen Menschen hier, die du hier triffst, ist, glaube ich, häufig die richtige Entscheidung, solange es noch irgendwie darstellbar ist, sag ich mal. Weil sonst fütterst du das so letztlich weiter und ja. Und ja, also wenn dir die Menschen im Ego begegnen, dann darfst du auch hier in der Materie, darfst du auch sagen, sorry, es fuckt mich total ab und habe ich keinen Bock drauf, ne? Nun macht es einsam. Ja, aber willst du ja zurück ins Alte, willst du wieder zurück ins Jammern, willst du mit den Menschen mitjammern, die du hier triffst und mitkritisieren, ja, dann wetzt du vielleicht eine Connection mit denen. Ja, also, das ist, also der Weg zum Gipfel ist leider nicht überlaufen und manchmal auch einsam. Aber ich würde dich einfach stur weitergehen, dann glaube ich schon, dass du auch auf andere Menschen triffst. Kannst du mir ja im Jahr nochmal schreiben. Ist es ein Teil des Heilungsprozesses? Ja, würde ich schon sagen. Oder bin ich mittlerweile zu hart? Nee, absolut nicht. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen, was ich hier so lese. Und säge alle Menschen ab bei der kleinsten Geschichte. Nö, kommt mir, hab nicht den Eindruck, ne. Ich frag mich, wer bleibt da noch übrig? Ja, das sind vielleicht wenige Menschen, aber die sind dann hoffentlich hochqualitativ. Also ich denke jetzt mal, gut, das ist natürlich bis jetzt nochmal zusätzlich getriggert durch die neue Stadt. Also kann auch mal hinweisen auf den Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben. Ist auch vieler Fokus auf Nice Geiles Leben. Also das einfach weiter zu fördern. Geh, mach Freizeitgestaltung, wo du Bock hast. Start im Beruf durch, connecte dich im Beruf. Und vielleicht machst du einen Manifestationskurs. Ist ja gerade losgegangen. Versuchst dir neue Menschen zu manifestieren. Warum nicht? Und wirklich positiv bleiben ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten einfach jeden Tag so nehmen, wie er ist, ne? Und nicht zu viel an dieser Warum-Frage rumzugrübeln, bist du, glaube ich, an dem Punkt, wo du jetzt bist, ist es, glaube ich, eher kontraproduktiv und einfach weitergehen, ganz stumpf und sagen, dem Universum sagen, nee, sorry, ich hab da keinen Bock mehr drauf.
Und wenn es hier nur zwei Leute in der Stadt gibt, die so denken wie ich, die würde ich jetzt gern treffen, sind natürlich mehr. Also es sind doch mehr, als man denkt, glaube ich. Ja, und vielleicht sind da auch noch ein paar Tests zum Universum dabei, aber du machst das eigentlich genau richtig so. Und ansonsten, wenn du dich einsam fühlst, weiß ich nicht, geh mal in dich, ob das wirklich valide ist. Weil alleine sein heißt ja nicht automatisch immer einsam. Schaff den Haustier an, notfalls. Also wirklich überleg wirklich, was du jetzt und hier machen kannst, ne? Was, und ansonsten würde ich immer wieder dran denken, das muss ja jetzt nicht auf Dauer sein hier, ne? Wird es auch nicht, denke ich. Bim, 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 bim. Scheinbar ist es ein nicht zurückschreiben, Dinge ausmachen, sich dann gar nicht mehr melden, hart flirten und aber uninspiriert und halbherzige Kontaktaufnahme in die gesellschaftliche Norm geworden. Ja, aber für Dating-Apps, ne? Das muss man immer wieder sagen. Dating-Apps sind wirklich Rotz. Also ich glaube nicht, dass dir das so passieren würde, wenn du offline jemand kennenlernst. Also jetzt schreiben wir immer, also es ist keine absolute Sache, ich weiß. Auch offline kann man Arschlöcher kennenlernen. Aber es ist schon typisch Dating-App hier, ne? Es gilt nur noch der Egoismus an erster Stelle und ich habe das Gefühl, wenn ich mich nicht anpasse, mache ich mich unglücklich. Naja, du kannst ja versuchen, dich mal wieder anzufassen. Und ob dich das dann glücklich macht, ich glaube nicht. Also du nimmst es aber auch, aber kann ich total verstehen, nimmst es, glaube ich, alles noch zu sehr persönlich. Du musst einfach akzeptieren, wenn du auf eine Dating-App gehst, dass genau diese Sachen passieren. Das hat mit dir nichts zu tun. Das sind, ich denke, das sind auch so Prozesse, die entwickeln sich auf diesen Dating-Apps, weil ja zum Beispiel, dass mal geghostet wird, da haben Menschen Erfahrungen gemacht, wenn sie sagen, ich will dich nicht mehr sehen, werden sie angemacht und werden sie beleidigt, ne? Und dann ghosten sie lieber. Also das sind diese Mechanismen von Dating-Apps, die dann zu so einer scheinbaren Verrohung führen. Und dann sind natürlich alle Menschen, die irgendwelche toxischen Bindungsmuster haben, sind auf einer Dating-App, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Und deswegen muss man sich echt überlegen, ob man sich das antut. Vor allen Dingen, ja, steht da, wie alt du bist? Nee. Ja, hast du einen Rat? Ja, habe ich hoffentlich hier mitgegeben. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.